Und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War, der mittlerweile 12. Folge schon. Und wir haben uns jetzt hier durch das Gift durchgekämpft. Und Leute, sorry, bin da irgendwie auf den Knopf gekommen, Pause-Knopf. Ich hab's dann zusammengeschnitten in der letzten Folge. Es war aber nicht viel, sondern eine Minute oder so. Jetzt würde ich aber sagen, weiter geht's hier. Ich mache das Bildmachgerät an und wir schauen jetzt natürlich, wie es hier weitergeht. So, Hauptstory geht hier weiter. Ja. Ne, irgendwie auf den Knopf gekommen. Hier, so ein Rotz. Bereich entdeckt, Vorland. Karte aktualisiert, Wow, neues Gebiet wirklich entdeckt. neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein, er ist unbedeutend. Sindri. Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja. Doch, ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwester Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh. Oh. Ein komischer Kauz. Oh. Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Weiter in Richtung des Berges. Dann lasst uns anfangen. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Auferstehungssteine. Drücken Sie X, um Auferstehungssteine anzeigen zu lassen. Ein Magestein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie Viereck, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holt. Es kann jeweils nur ein Auferstehungsstein getragen werden. Dann kaufen wir doch mal. Magestein, Kratos wiederbelebt. Drücken Sie, wenn Kratos stirbt. Okay. Okay. Axtknauf, was können wir da machen? Den habe ich ausgerüstet. Den können wir verbessern. Den machen wir gleich mal. Bruder nicht nochmal in die Finger bekommen, aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich. So, okay. Reden wir nochmal mit ihm. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie?
Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte, Mathurin Semgengur Egin Wegumhans. Gengur Ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Okay, jetzt haben wir Brock, seinen Bruder, auch kennengelernt. Alle zwei sagen sie ja, dass sie die Besten sind. Mir kann es recht sein, solange sie mein Zeug aufwerten. Okay, hier haben wir ein bisschen Lebensschmalz. Wir sind aber voll, das nehmen wir nicht her. Und hier scheint es auch mehrere Wege zu geben. Du nicht? Papa macht es schon. Da muss ja irgendwo eine sein. Das hat doch jetzt gerade angezeigt, oder? Ah, da oben. Down sein. Was ist das für ein Ding? Okay, das tut die Wunde an, das ansetzen. Eins, zwei. Bitte auf! Das repariere ich noch! Dämliche Laufrolle! Was stimmt nicht mit dir? Mutter nannte das Hailstone. Lassen sich nicht abbrennen oder ab. Okay, dann können wir das auch nicht machen. Können wir hier schon was machen? Würde uns noch ein bisschen was fehlen.
Okay, hier geht's hoch. Ich will erstmal hier rüber gucken. Genau, da ist. Eins. Jetzt brauchen wir noch den das W auf dem Kopf und das umgedrehte B. Okay. Müsste jetzt eigentlich das andere Zeichen wechseln. Oder? Okay, dann ist es hier das komische B dann. Doch aber eigentlich passen, oder? Oh, viel besser. Das ist doch da richtig. Bin ich jetzt, oder was? B. Hä? Ah, das ist wie in die andere Richtung. Aha. Na, warte mal. Okay, und den. Ist der aber auch falsch hier. Jetzt haben wir einen offen. Okay, dann haben wir die Hörner. Wir brauchen noch ein Horn und dann wird unser Rage oder Rage Balken auch erhöht. Gut, dann hier hoch. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Sieht so aus, gell? Dann mal los! Das ist ja toll.
Geheimarmschienen. Abklingzeit. Oh. Okay. Fresse, Baby. Lass dir den Schädel runter. Bitch. Was ist das für ein Ding? Weiß keiner. Ist echt geil gemacht mit der Axt, ist schon cool gemacht. Könnte ich sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Ich will ja trotzdem nochmal zurückgehen, weil da hinten ja noch ein anderer Weg war. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Wissen, was das hier ist. Da kann man aber auch nichts machen oder so. Ne. Na, hier war wo. Ah, hier ist so ein. Können wir doch nicht rein, glaube ich. Oder?
mit Magie verschlossen. Okay, hier geht dann nichts, aber wir wissen schon mal, dass hier auch ein Tor ist. Werden wir vielleicht mit Magie später aufbekommen oder so? Okay, schauen wir doch nochmal hoch. Ach du Scheiße, brauchen wir zwei. Das können wir kaputt machen. Kommen wir hier irgendwie rüber oder so? Okay. Rüstung. Das Abwehr plus 4. Unten scheint aber nichts zu sein. Boah.
mein Gott. What the fuck? Ein Ogre? Wer hat das hier gebaut? Boah, krass. Okay, Leute, ich würde sagen, nach dem Kampf, jetzt machen wir eine Pause. Und wir schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es denn da hinten weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch mit am Start. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich wieder unterstützt. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.